Wir haben jetzt 5 Uhr morgen und wir machen uns am zweiten Tag in Folge auf dem Weg zum Sonnenuntergang, Sonnenaufgang. Diesmal in Sibirien. Mal schauen, ob wir währenddessen auf wilde Elefanten treffen. Wollen sie mir jetzt nämlich schon ein paar Mal davon abgeraten, weil die dann ziemlich aggressiv werden können. Also hier liegt auch wirklich 30 Meter, nachdem der Ort aufhört, direkt so ein fetter Haufen Elefantenscheiße. Okay, jetzt wird es interessant. Jetzt kam nochmal ein Einheimischer, der ist auch schon unterwegs war. Und hat gesagt, er hat sogar schon die Elefanten gesehen. Und wir sollen auch nochmal extra vorsichtig sein. Jetzt kommen auch immer mal wieder Tuk-Tuks vorbei. Schauen wir mal. Wenn ihr den Vlog seht, dann ist nichts passiert. Und wir sind oben angekommen. 15 Minuten hochgepusht. Empfohlen sind 20 bis 40. Aber ich würde sagen, es ist time to time. Hier auf dem Pidurangala, hier kostet der Eintritt 500 und hinter uns sieht man Sigiriya, das ist irgendwie eine heilige Stätte hier. Und da kostet der Eintritt einfach 25 Euro und eigentlich hat man von hier die viel bessere Aussicht. Und hier kann man auch sowohl bei Sonnenaufgang als auch bei Sonnenuntergang hin. Und das würde mir auf jeden Fall nur empfehlen, auch wenn gesagt hat, passt auf die Elefanten auf. Aber wir hatten jetzt Glück, man kann noch mit dem Tuk-Tuk herfahren, anscheinend ist es sicherer. Also ich glaube, man sieht es, es ist etwas anstrengend, obwohl wir noch morgens haben. Aber die Luftfeuchtigkeit ist unglaublich hoch, aber trotzdem lohnt sich auf jeden Fall zum Sonnenaufgang hier hoch. Sonnenuntergang wahrscheinlich genauso. Und der Tipp, am besten in Sigiriya selber schlafen, sonst muss man das Tuk-Tuk hier hoch bezahlen, weil so früh kein Bus fährt. Das Schöne ist, wenn hier morgens wirklich ein Elefant kommt, an der quasi von der Seite kommt, man rein theoretisch wegrennen will in die Richtung, hört man direkt ins Krokodilmaul. Ja, no risk, no fun. Und wir sind mit dem Bus in Candy angekommen und Busfahrten sind ja auf jeden Fall ein Erlebnis. Die Unfälle sind quasi fast vorprogrammiert. Die Einheimischen hier sind auch sehr kontaktfreudig, also im Bus ist echt Kuscheln angesagt. Und die laufen einfach durch und schmeißen dir einfach die Tasche auf den Schoß. Und ansonsten hat sich unsere Gruppe nochmal vergrößert. Noch mal ein Portugiesin und ein Franzose dabei. Und das Besondere an Candy ist einfach, dass hier bis gestern auch noch ein Zustand war. Hallo. Let's go.
krasser, authentischer Markt auf jeden Fall hier in Kandy. Also die Fisch- und Fleischangebote und Zubereitung ist schon mal heftig so zu sehen. Ich habe nicht so viel gefilmt, aber es mit dem Obst und Gemüse war schon sehr cool, auch besser als in Marokko. Und da sind ja eigentlich die Märkte bekannt. Es ist halt Wasser, ne? Wasser ist immer wackelig. Wir sind jetzt in Kandy und ich weiß nicht, wer von euch die Nachrichten verfolgt hat. Auf jeden Fall war hier bis vor 2 Tagen wurde hier der Ausnahmezustand verhängt. Ich bin ja letzte Woche Dienstag hier angekommen und Mittwochmorgen aufgewacht und erstmal Nachrichten so, oh, Sri Lanka, Ausnahmezustand. Okay, ja, was ist passiert? Es wurde ein buddhistischer LKW-Fahrer von muslimischen Jungs nach einem Unfall umgebracht. Daraufhin haben sich die buddhistische Gemeinschaft wieder gerecht und hat irgendwie nachts anscheinend einen umgebracht aus dem abgebrannten oder irgendwie das Haus in Brand gesetzt. Das ging dann irgendwie weiter und hat sich das halt Ganze so ein bisschen hochgespielt. Am Ende standen irgendwie 150 Gebäude in Brand, 2 Tote innerhalb von 2 Tagen. Und dann hat die Regierung halt, damit es nicht aufs ganze Land sich ausweitet, hier einen Ausnahmezustand verhängt, Ausgangssperre und so weiter. Die 2 Mädels, die ich ja in Colombo am ersten Tag kennengelernt habe aus Karlsruhe, die sind nämlich an dem Tag genau hierher gefahren. Und ich habe dann mittags noch ganz kurz mit ihnen geschrieben, aber auf einmal keine Antwort mehr bekommen. Und dann habe ich mich auch schon gewundert, weil bei mir ging es WhatsApp nicht mehr. Facebook ging nicht mehr, Instagram ging nicht mehr, Twitter gar nichts mehr. Ich musste erstmal ein VPN installieren. Das haben wir dann auch bei den meisten Touristen gemacht, die wir noch so getroffen haben. Es war einfach komplett für eine Woche Social Media Blockade. Und was ist ein VPN? Da wird einfach nur vorgespielt, dass dein Handy jetzt nicht hier in Sri Lanka ist, sondern zum Beispiel Indien, Deutschland, Singapur oder sonst irgendwo. Und dadurch konnten wir das dann nutzen. Ja, es war schon irgendwie ein bisschen komisch. Gestern, als wir dann hier angekommen sind, das war quasi genau an dem ersten Tag, wo du wieder so normal anscheinend hierher konntest, war dann auch Polizeikontrolle. Gestern Nacht sind wir einmal durch die Straßen gelaufen, es war alles leer, standen dann auch wieder bewaffnete Männer rum. Heute sind ganz viele rumgefahren. Also, boah, jetzt wird mein Arm schwer. Es muss schon etwas brenzliger gewesen sein, aber die USA und Großbritannien haben dann sogar Reisewarnungen rausgegeben, die Deutschland nur einen Sicherheitshinweis. Wir haben auch ansonsten überhaupt nichts gemerkt im Land davon. Aber krass, dass sowas passiert. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich auf meiner Weltreise irgendwann mal ein VPN benutzen muss, weil irgendwie Aufstände sind. Ist auch meine Erfahrung, ging ja alles gut soweit. Und heute Abend, nee, morgen früh hauen wir hier auch wieder ab. Aber ansonsten auf jeden Fall ziemlich schön. Wir sind jetzt hier quasi einmal fast komplett um den See drumherum gelaufen. Kandy wird immer als die schönste Stadt Sri Lankas bezeichnet. Können wir jetzt nicht so ganz bezeugen, aber okay. Kann man sich trotzdem auf jeden Fall mal anschauen. Liegt halt auf der Durchreise, wenn man irgendwie vom Norden Richtung Süden will. Letztens, ich weiß nicht mehr, wo waren das, ich glaube unser Guide von der Safari-Tour hat mich gefragt, was denn mein Steuerrad hier bedeutet. Ich sehe ja ein Steuerrad halten. Er so, ja nee, das ist im Buddhismus, das ist ein ganz wichtiges Symbol, weil das diese 8 Elemente vom Buddhismus irgendwie widerspiegelt. Und deshalb sieht man das hier auch überall. Ziemlich cool eigentlich. Einmal zum Real Kandy Viewpoint hoch, hinter mir der Zahntempel, der Buddha und dann auch der künstlich angelegte See. Lohnt sich auf jeden Fall, hier einmal hochzulaufen. Man kann sich auch hochfahren lassen, wenn man möchte. Aber wir sind ja noch jung, machen das alles zu Fuß. Steht da einfach ein Elefant auf dem LKW. So, und als Tagesabschluss nochmal Sunset Watching auf dem Dach, beziehungsweise dem Baustellendach. Unserem Hostel, was wir hier auch am Ende
schon eine sehr vertrauenserweckende Treppe hochlaufen. Morgen geht es dann weiter, wieder in den Zug. Und dann heißt es auf Richtung Süden, auf der schönsten Zugstrecke durch Sri Lanka. Ich würde auch sagen, man könnte das Video einfach hier beenden. Sonnenaufgang angefangen, Sonnenaufgang hören wir wieder auf. Sonnenaufgang hören wir auf. Sonnenuntergang hören wir auf. Und dann können wir einfach im nächsten Video wieder. Ciao!